Wir haben ja schon mehrmals ein Angebot gekriegt und ich habe gerade eben tatsächlich ein Telefonat gehabt mit jemandem, der gerade in der Dealphase ist und einen Exit vorbereitet und da gerne eine Agentur mit reinnehmen würde, und zwar uns, weil er dann den Deal fetter machen würde. Und das brauchst du das Licht noch. Und dadurch halt selber profitieren würde, und wir würden ja auch profitieren aus seiner Sicht, aber würden wir halt nicht, weil ich nicht bereit bin, an einen Exit oder so zu denken. Und aber trotzdem natürlich spannend, weil wir schon interessant sind, und das ist auch jemand, den ich schon länger kenne, und wo wir die Kleineren waren, mittlerweile sind wir halt auch größer als die. Kommt nicht in Frage bei. Ja, geil. Die haben sowieso eine andere Kultur als wir. Ja, es wäre auch nichts, also wir würden auch da nicht jetzt kulturell irgendwie mit reinschmelzen müssen oder so. Das würde erstmal genau dasselbe bleiben, aber Ich habe immer so vor Augen, wenn verkauft wird, dann bist du weg. das ist auch nicht der Fall. Also das würde. Es geht, eigentlich verkaufen hört sich so an, so man gibt das jemand anderem und Ja. geht weg, aber verkaufen bei Dienstleistungsgeschäft ist ja eigentlich nur, dass der Gesellschafter sich ändert. Der Geschäftsführer bleibt normalerweise derselbe, und da ich der Geschäftsführer bin, würde ich auch für mindestens wahrscheinlich 3, 4 Jahre derselbe bleiben, und dann würde ich vielleicht rausgehen oder eben einfach lang der Geschäftsführer bleiben. Und ich habe schon, also es ist ja eine Option, Anteile zu verkaufen, und das ist ja eine, also wie alles eine Option ist halt, also braucht man nicht rumreden, und das ist auch eine Option, vor allem wenn wir so House of X aufgebaut haben, irgendwie eine strategische Partnerschaft zu suchen, wo man das Ding noch schneller größer machen kann. Es ist nicht für mich eine Option jetzt irgendwie da, es ist alles in weiter Ferne noch. Aber es ist halt immer natürlich schmeichelhaft, zu wissen, dass man in Frage kommt. Und vor allem auch so aus Tech-Sicht ist so eine Agentur halt so ein richtiges Mysterium. Genauso wie für so einen Agenturgründer wie mich so eine Tech-Company ein Mysterium ist, weil ich keine Ahnung habe, wie man die aufbaut und wie man da anfängt und was man da machen muss. Und da haben die eher eine Ahnung, was man bei uns machen muss, aber das ist halt so ein People-Business, und die 5 Jahre, die ich jetzt so hinter mir habe, die möchte ich jetzt auch, also ich möchte sie natürlich nicht missen. Aber ich möchte es jetzt auch nicht umgehend wiederholen, weil das ist schon, geht ja an die Substanz und ist schon so ein People-Business eben. Deswegen ist das ganz interessant für andere, natürlich. Und der Markt wird ja ohne Ende zusammengekauft, und was da für Deals passieren. Das letzten Sommer ist NetPress verkauft worden für wo irgendwie 500.000 plus irgendwie ein paar Anteile oder so, und die waren kleiner als wir jetzt und haben Verlust gemacht. Wir machen Gewinn, und habe mir auch so ein bisschen, natürlich war ich interessiert, was ist denn so das Multiple an so einer Agentur, und der, mit dem ich jetzt telefoniert habe, der interessanterweise mit ein paar Netzwerken gesprochen hat und sich so Informationen eingeholt hat und auch mit ein paar Agenturgründern, die verkauft haben oder die halt Exits hinter sich haben, meinte er, wenn du eine solide laufende Agentur hast, die tatsächlich einen historischen EBIT auch hat, kriegst du einen 4- bis 8-fachen EBIT-Multiple, was ein ziemlich gute EBIT ist dein Gewinn, also es gibt EBIT und EBITDA. Also einfach der Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaftet, meinetwegen Gewinn vor Steuern, Gewinn nach Steuern, je nachdem. Aber es wird halt eine Zahl genommen, ein Wert der Gewinn, und der wird dann multipliziert. Und das ist der Multiple, und auf Multiple-Basis werden, auf EBIT-Multiples werden in der Regel so Dienstleister bewertet. Und dann gibt es halt ein Multiple von 4 bis 8. Das heißt, das 4- bis 8-fache deines Gewinns ist dann ein möglicher Kaufpreis. So, das habe ich gerade so herausgefunden. Meint er zumindest, das ist 4- bis 8-fache so. Und das bei Tech-Companies schon so das 1- bis 2-fache des Umsatzes auch sein kann.
Ich weiß nicht, ich bin nicht tief drin, aber das war ganz interessant, das mal zu hören. Hat er denn was geboten? Es ging nicht darum. Es ging darum, ob man sich zusammentun würde als Allianz. Und das heißt auch nicht zusammentun im Sinne von zwei Unternehmen verschmelzen, sondern sich zusammentun als Interessengemeinschaft, die sich gemeinsam als irgendwo einbringt, um dadurch den Verkaufspreis zu erhöhen und so weiter.